Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Nachdem in der letzten Folge die Banane, also der Banana dabei war, haben wir diesmal einen altbekannten Gast wieder und zwar den Esa. Mahlzeit. Und hallo. So, dann leg los, Esa. Ja, Weil du musst ja Admin, Gruppenadmin sein, weil du hast nur WoL. Letztes Mal. noch. Ja, ich wollte nur ganz stolz sagen, ich habe mein Fahrzeug gefunden. Ich hab's eigentlich neben der Maus gepackt. Es Nice. lag nicht rechts neben der Maus, sondern links neben der Maus. Ja, dazu muss man sagen, er hat eben fleißig sein Feuerzeug gesucht. So, hau rein. Jo. Ich drück den mal. Ich bin nur gerade Genau. ein bisschen verwirrt. Eigentlich liegt's immer rechts neben der Maus. Aber nun gut. Ich habe ja nur 8 Stück in diesem Raum. Also von Ja, daher sollte das ja ist schon passen. schwierig, sowas zu finden, Ja, ist bisschen traurig. ne? Also, eigentlich ist mir das gerade ein bisschen peinlich. Da könnte man eigentlich auch nochmal von vorne beginnen. Aber naja, gut. Warum sollte man? Nö, wollen wir nicht. Ich habe ein Feuer. Ach was, zu seinen Fails muss man stehen. Ja, tue ich. So, wie ich sehe, spielen wir alle mal Toss, ne? Jo. Genau. Shit. Du weißt es ja, Esa, dass ich auf TOS gewechselt bin, ne? Das wusstest Ja. du noch. Bevor ich meine StarCraft 2 Pause hatte, die mal so langsam wieder beendet werden sollte. Bin ich sehr dafür. Bin ich sehr, sehr, sehr dafür. Ja, auf jeden. Weil gerade in StarCraft da. Also ich merke selber, wenn ich so mal 3, 4 Tage nicht zocke, das ist ganz schlimm. Du hast einfach nicht mehr die Timings drin und das. Ah, oh, ist ein nicer schöner Diamantspieler, oder? Nee, Platin, wa? Das ist Silber. Nee, das ist. Silber. Nee, nee, Silber nee. sind wir. Nee, Das das ist ist Silber. Nee, Platin. Sil Platin, ja. Ist Na, so so ähnlich. ähnlich. Was Okay. ist das denn für einen Avatar hier von Darth Death? Da musst du. Ach, ich hab mir das durchgelesen. Das kriegst du in irgendeiner Arcade, wenn du schon seit 2010 oder so spielst, glaube ich. Okay. So, bei mir ist die So. zugemachte Rampe. Oh nee, komm, also hier, wo ich auf der Karte bin, ich gehe auf Wir DTs, haben ne? nicht genügend Ich hab dir mal deine Mineralien. Strategie geklaut, Esa. Ja, wie gesagt, also nach 7 Minuten kannst du die Dinger draußen haben. In der Base des Gegners. Drax, wir müssen zubauen, ne? Richtig, ich wollte es gerade sagen. Dann wollen wir mal das große Ding dazu. Ja, ich gehe Naja, euch jetzt noch aber. nicht helfen, weil das ist mir zu viel zu weit weg. Brauchst du auch nicht, das wäre Da ist die sinnlos. Ramp. So. Komm raus, Worker, komm raus. Ich bin ein bisschen spät dran. Ja, mein Gott. So 3 in 3 und 2 in 2, das ist ja eher so alles zu den Spaß und so, wisst ihr da. Ja, also im 2 gegen 2 macht Taktik, gibt es eigentlich noch Taktik, aber im 3 gegen 3, ja. Masse Wind. Meistens. Pff, traurigerweise muss ich da zustimmen, ja. Wenn ihr den Knoten, Selbst. wenn ihr erst einen Pylon habt, ne, setzt ihr dann so spart, habt ihr dann eigentlich direkt genug Mineralien für einen Knoten? Eigentlich sagt man bei 13 den Knoten setzen. Ja, bei mir kam er jetzt kurz vor 12. Also bei 12 schon. Ich habe jetzt schon Gas, das ist irgendwie peinlich. Noch keinen Knoten, aber Gas. So, jetzt. Ich würde schon fast sagen, ein bisschen falsch gebaut, wa? Also, Ja. ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Achtung, da aber. kommt ein Scout. Achtung, und setzen, dass er kein Proxy setzt oder sowas. Die Karte ist ja hier sehr schön für. So, der kommt zu dir. Ja, dann habe ich das Gefühl, dass er einen Proxy setzen will. Ah, der ist auch in der Leere verschwunden irgendwo. Eure Verbündeten befinden Ah, sich in Ken Rush. Noob. Hallo? Nervt mich jetzt aber. Wo hat er? Ja, Da wo der hat auch. den Pylon schon abgerissen. Aber trotzdem verfolgen. Ja. Ach komm, dann bauen wir mal einfach wildes Durcheinander. Scheiß auf BO. Das ist nur was für Noobs. So, ich gehe zurück. Das machst du, verfolgst den Typi. So, Dann Dachte. kommt der nächste rein. Oh, du hast eine Lücke drin gelassen. Ach, das Eiserne. Den wollte ich gerade die Sonne abreißen. Lol. Das wäre nicht so nett hier. Ach. Supply Demnächst Block. kommen die Länge. Ja, ich hab nichts, ne? Also ihr verteidigt mich schon. Ja, Berse ist unterwegs. Ihr benötigt Warte mehr mal, als dann baue ich da Silberbars. gerade unten noch ein irgendwas So. hin, was das halten kann. Brauchst du früher Forge, damit wir eins wie Tomte bauen können? Kann ich auch machen. Brauche ich jetzt die Forge?
Nice, wer kämpft Gott, denn? Ich bin schon wieder viel zu spät hier mit allem. Ob ich das mit 7 Minuten hinbekomme, bin ich ja so ein bisschen am Zweifeln im Moment. Lol. Ich hatte eine Sonne in der gegnerischen Basis stehen gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es Scouten war. Ja doch, hattest die eine da verfolgt. Ja. No. So, dann türmen wir mal ein bisschen. Bis wie viel Arbeiter gehst du, ESA, wenn du auf DTs gehst? 16. 16 und 3-3. Wie 3? Ach ja klar, 3-3. Ja, 3-3 ist doch Standard. Sagt jetzt nicht, ich habe auch schon bei etwas längeren Wegen ein paar mehr hingesetzt. Finde ich jetzt nicht nubisch oder sonst was. War einfach der Taktik dementsprechend. Nice. Da ist der Bersi eingemauert. Finde ich gut. Oh, Bersi eingemauert. Ach. Ich würde gerne den einen abreißen. Wo ist der Bersi eingemauert? Bei mir vorne. Der powert die kennen. Warte mal, ich stell da noch einen hin. Dann reiß ihn schon mal ab. Wie lange braucht der DT-Schrein? 2 Minuten? Boah, der braucht ein bisschen, 2,40 oder so. Ja, okay, dann krieg ich das nicht ganz hin mit dem 7 Minuten DT. So, dann fange ich jetzt mal an, Einheiten zu bauen. Ja, ich habe auch noch nichts gemacht. Traurig, aber war. Was ist mit Einheiten? Einheiten ist was für Loser. Ja, Einheiten sind nur für Naps, genau. Braucht keiner. Da kommt DT-Schrein. Eineinhalb Minuten braucht das schon Kackteil. Bau schon mal ein Warp-Prisma, das ist somit das teuerste. Da kommt der DT-Schrein, wie traurig. Ich hab noch keinen Kybernetik-Kern. Ist jetzt da. Ich höre da mal auf einen Held und baue mir jetzt erst Death-Upgrade. Wer ist denn ein Held? Ein Held ist ein Held. Ein Held ist auch einer aus Game Mode On Forum. Der hat gesagt, gegen Zerg wäre es doch praktischer, erstmal Richtung Death Upgrade zu gehen. Ja, kann ich mir vorstellen, weil wenn es so viele sind. Gegen Death Upgrade war es gewesen, also hatte ich in der letzten Folge nicht gelogen. Nee. Der kleine Drax will hier lügen. So, die ersten 4 DT sind nicht da, weil mir ein wenig Gas fehlt. Ich komme aus dem Schatten. Ich würde ihm versuchen, mit dem Warp-Prisma zu schicken, deswegen schicke ich schon den Scout. Ja, wäre nett. So. Oh, er scannt bei mir und hat den DT-Schrein gesehen, dann bin ich jetzt mal weg. So. Nee, ganz ehrlich, das musst du durchziehen, weil die haben sowieso Sensortürme da überall aufgebaut. Ja. Der hat... Dann gehe ich mal, versuche auf den Zerg reinzukommen. Also auf den Protoss habe ich keine Chance mehr. Der hat zugekennend. Beim Zerg kannst du ran. Der baut auf Roaches. Okay. Roaches, Ambush, Shamer, ja. Beim Zerg kannst du ran. Ich hoffe, der hat da hinten nicht so zugebaut, dass ich mit meinem Prisma da nicht mehr durchfliegen kann. Aber sieht sehr gut aus, dass ich da durchkomme. Wo ist neben seine Main? Das ist seine Main. Sehr schön. Schaut's. Auf was zuerst? Rotschleimpool und 321 Eco. Rotschleimpool. Und Eco. Erstmal auf die Queen. Ist eine Illusion. Was? Der baut dich so einfach auf Arctic. Hat er gut gemacht. Muss ich leider hier stehen. Ja, weil ich ein bisschen doof war. Ah, Overseer kommt. Aber der ist weg. Wie lange braucht der Overseer? Wenn er kein Upgrade hat und so, das ist schwer zu sagen, ne? Ja. Scheiße. Aber hat keinen Schaden gemacht. Gut. 6 DTs habe ich drin. Der hat einen Raketenturm. Ach Gott. Nuke, da kommt eine Nuke. Die zerlege ich dir mal.
Da will ich da keine Nuke haben. Also ich hab einen Opsi hier vor der Tür, also viel Glück. So, den Sensorturm, der muss weg. So, auf die Eco. Auf die Eco. Ja. Aber erst muss der Sensorturm weg. Ah, Obi kommt. Weg, 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 ach, du kannst mich mal, du Dreckskerl. Dein Overseer dauert ist mir zu schnell. Lediglich ein Schatten. Ich füge mich. Clever. So, dann verziehe ich mich mal dem aus dem seiner Basis. Ich bin die Klinge von Shaku. Und gehe jetzt erstmal auf normale Einheiten. Oh, Artillerie ist da. Wenn man das so sagen kann, Kolosse Artillerie. Wirklich viel hat es jetzt leider nicht gebracht. Außer dass bei mir alles, dass noch keine Echse da ist und nichts. Oh, da wolltest du wohl hin. Oh, ne, super. Toll, wo soll ich denn jetzt hin? Ey, sorry, ihr seid mir gerade alle ein bisschen zu langsam, das ist nicht böse gemeint, aber... Ja, sorry, ich habe ja erstmal Cannons gebaut. Ja, sorry, aber ich habe hier erstmal DTs gebaut. Im Prinzip habe ich zwei Kolosse stehen, der dritte kommt. Im Prinzip habe ich keine Armee. Ja gut. Doch, ein bisschen habe ich, aber das ist nicht erwähnenswert. Wobei die nicht viel mehr haben an sich, deswegen. Ich war ja den in der Basis drin, also... Es ist meistens so, deswegen brauchst du da eigentlich auch immer Leute, die helfen. Achtung, jetzt kommen sie. Ja, toll. Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Nee, ich hab nen Blink. Ja, mein Emo ist natürlich auch weg. Die Paroaches. Ich krieg so viel. Moment, der hatte da keine... Der hat den O wieder... Ja, der hat... Nimm den Overseer raus. Bitte nimm den Overseer raus. Meine Kolosse weggesnappt, der Sack. Overseer raus, bitte. Dann zerlegen mit zwei DTs das. Dann auch schnell meine Arme machen. Ja, dann hätten wir weniger Verluste gehabt. Ach. Du, was schon. Ich komme aus den Schatten. Ach Gottchen, bin ich zu langsam. Nö, nicht meine armen Sonden. I'm coming. Wer kommt? Exis. Genau, wieder unterwegs. Hat jemand Gas und Gas? Weil ich habe echt nichts. Sekunde. Ich bin hier. Ich kann mich aber zukennen, weil ich so viele Mineralien habe, dass das schon nicht mehr normal ist. Mineralienfeld erschöpft. Okay, du bist da, dann beschütze ich mal unsere Main Entrance. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mehr auf Stalker, ne? Ich hab da so ein Gefühl. Zieh dir mal meine Ex hier rein, ich hatte zu viele Mineralien. Jo. Zwei so. Pylons, du musst unbedingt eine Pylons bauen da. Rat mal, was ich gerade mache. Und ist am besten davor irgendwelche Gebäude. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Was sind die Bau ab, du faule Ding. Ich glaube, so viele Sonden brauche ich gar nicht mehr bauen. Nee, ich muss auch abbrechen.
So, deine Doppelgrube wurde gerade gescannt. Der Folge unten halt nochmal welche. Ja, ja, nein, also auch das am Produzieren war wurde gescannt. Ich bräuchte an meinen Cannons mal Hilfe, weil die kann ich zwar aufhalten, aber nicht. Sie sind weg. Ja, jetzt sind sie weg. Aber die stehen da bestimmt noch. So, da kommen sie wieder. Jo, unterwegs. Ich geh mal oben ein bisschen abgucken, weil ich hab da so nicht viel. Jetzt sind sie endgültig weg. Sehr gut. Ah, Siege Tanks. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Snipes raus. Siege Tanks sind jetzt weg, fast weg. Meine meine Stalker gehen drauf. Meine Cannons hauen schön fleißig von oben drauf auf deine. Ich hab's. Nee, gut, da sind's noch nicht. Ach. Truppen sind unterwegs von mir. Jo. Scheiß Gates brauchen so lang. Muss auch gerade nach. Ich hab doch genug Gates, warum upgrade ich die nicht als Swapped Gates, ich Idiot. Ich baue mal ein Temp. Shit, Archiv. Meine dritte Echse ist weg. Also meine dritte Base. So. Komm, Temp, Archiv, geh durch, geh durch, geh durch. Wir haben nicht geäxt. Na, da kommt der Zerg wieder. Oben bei meiner Echse sieht's nicht gut aus. Gar nicht gut. Ich krieg gerade eine andere Exe, ich denke mal, das ist auch ganz gut, wenn ich so was mache. Ja, Problem ist, dass der Zerg hier vorne hängt. Mit dem bin ich gerade beschäftigt, so ein bisschen. Ich habe meine Sonnen gerettet. Und habe jetzt aber kein Income mehr. Okay, der erste ist weg. Weil ich schnapp mir jetzt gerade hier oben alles. No. Kann mir jemand mal ein bisschen Income schicken? Und hier oben, da sind sie. Warte, ich clear mal gerade die Bersen da raus. Wie viel brauchst du? Warte, kriegst du 300 Minz, 200 Gas. Ich bräuchte, naja, mehr brauch ich nicht. Obwohl, 100 wäre noch nett. Weil dann hab 100 ich was? 100 Minz. Wir sind eins. Danke. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Achtung. Ja. Sind schon drauf. Was denn, geht mal, wenn ich das hier fertig mache? Fertig machen, wie was? Ja, fertig machen, hier, Ende. Ach so, jo, Moment. Ach cool, der Toss kommt endlich hinterher. Ich komme jetzt mit ganzen 4 Stalkern zur Hilfe. Ja, kein Stress. Echsen haben sie nicht mehr, das haben sie nicht mehr, also von daher, das Ding, das ist sowieso schon die Logik. Boah, der hebt gerade was ab. Houston, we have lift off. Wollte ich auch gerade sagen. Komm, wenigstens noch in den roten Bereich. Oh, scheiße. Ja, wenn ich jetzt muss gegenseitig die Army weg, ich baue kurz Stargates. Jo. Bau du Stargates, ich mach den Rest hier weiter. Ja, richtig. Lol, mit den Workern und von oben kommen die Kolosse. Meine 4 Power Stalker haben jeweils 0 Kills. Komm, die sollen den oben hier zerlegen. Wir sind eins mit den Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich liebe dumme Sachen mit Force Fields anzustellen. Ich geb deinen Kolossis mal gerade ein paar Kills. Was ist euer Begehr? Oh, meine Echse steht wieder. Das war's. Okay. Jo, das war's, denke ich auch. Aber solange sie nicht draußen sind, sind sie nicht draußen, das heißt Voids bauen. Jo. Oh, da kommt wieder was. Ach ja, Gott. Eure Verbündeten befinden
So, jetzt kommen ein paar Stalker von mir wieder. Endlich. Kann ich nachpumpen. Drei Toss gleich im Bach. Halt, kommt ja auch das Zusammenspiel auch ein bisschen an, ne? Ja, klar. Ich geh mal auf dem seine letzte Echse hier unten. Bin ich auch schon dabei. Und dann werden wir jetzt wohl gleich Echsen suchen dürfen, wahrscheinlich. Richtig. Nun gut. Oh, Isa hat wahrscheinlich schon seine Stargates. Ich bin uns Max zu Blei, also falls, müssen wir hier kurz jemanden von mir Einheiten töten. Ach so. Boah. Ach, da kommt sie. Lol, in die Cannons rein. Fail. Ja, reicht mir leider nicht. Ich bin unterwegs. Ich schau weiter, um einen herzlichen Empfang zu geben. Zurück auf die Erde. Na, hier unten sind sie nicht. Guten Morgen. Und weg ist das Ding. Wow, wo jetzt von außen auf Weg. So, Leute. Jo. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ne? Und, jo, Bronzeliga, perfekt. Sauber. Bronze League Heroes, wir haben es geschafft. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Macht es gut.